Einen wunderschönen guten Abend, Glück auf und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mekional. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu den neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region. Wir haben heute neue Nachrichten von der Polizei im Programm, eine weitere Tour aus unserer Tourtipp-Reihe und die Sommerkirche hat am Sonntag ihren Abschlussgottesdienst. Tobias Körner hat sich das zum Anlass genommen, um sich in Wolkenstein mit Pfarrer Norbert Braunmüller zu treffen und dort mal über das Projekt zu sprechen. Herr Braunmüller, Sie sind Mitinitiator der Sommerkirchen. Welches Ansinnen steckt dahinter? Das Ansinnen ist eigentlich das zweierlei. Einmal wollen wir gerne, dass die Urlauber und die Touristen, die Leute, die hier zu Gast sind oder aber auch zu Hause auf Balkonien Urlaub machen, einfach mal einen Gottesdienst besuchen. Jetzt haben sie Zeit, jetzt können sie das machen und dazu kommt ein interessantes Thema. Und eine gute Musik und ein guter Prediger. Auf wie viele solcher Gottesdienste können Sie denn zurückblicken? Also wir sind jetzt im 7. Jahr und jeweils 4 Gottesdienste in den Sommerferien. Und diesmal haben wir wir fangen meistens an mit Warmbad im Open Air. Und diesmal haben wir angefangen mit unserem Bischof, der eine eindrückliche Botschaft hatte, nämlich, dass die Kirche in die Kommunikation gehen soll. Und jetzt steht für dieses Jahr das große Finale an. Wann und wo? Ja, an diesem Sonntag, 15. August, hier in der St. Bartholomäuskirche und mit Reinhard Holmer, Direktor des Diakonissenmutterhauses Elbingerode. Der ist ja, die Familie ist ja bekannt. Sein Vater hat ja den Herrn Honecker eine Zeit lang aufgenommen. Mhm. Wie spät geht's denn los? Um 10 Uhr. Alle Gottesdienste der Sommerkirche gehen um 10 Uhr aus, damit man noch ein gutes Frühstück vorher haben kann und ja, einfach ausgeruht gehen kann. Parallel zu den Sommerkirchen haben Sie aber noch ein Projekt. Ja, wir haben diesmal ein besonderes Projekt innerhalb dieser Sommerkirche quasi. Nämlich von Freitag an bis Dienstag kommt das Zelt der Begegnung. Das heißt, das ist eine Aktion von Leuten, die gesagt haben, wir dürfen die deutsche Einheit nicht vergessen. 30 sollte eigentlich im 30. Jahr, also letztes Jahr sein. Nun ist es 30 plus 1 geworden. Die bauen hier im Kräutergarten am Schloss ein Zelt auf. Und dort ist eine interaktive Ausstellung drin mit Mitmachaktionen für Gäste, aber auch für Besucher von 10 bis 17 Uhr, Freitag bis Dienstag, wollte ich nur noch mal sagen. Was wünschen Sie sich für die ganzen Veranstaltungen? Na, ich wünsche mir erstmal natürlich, dass wir das Wetter so ist, dass wir es alles gut machen können. Und dann wünsche ich mir aufgeschlossene, neugierige, interessierte Besucher. Ein echt schönes Projekt. Aber wem der Weg nach Wolkenstein doch zu lang ist, für den gibt es natürlich wieder unseren Fernsehgottesdienst. Den sehen Sie wie gewohnt um 10 Uhr und um 18.30 Uhr. Diesmal waren wir bei einem Zeltabend in Niederlauterstein. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Polizeimeldungen, einer neuen Lebensmittelwarnung und dem Wetter in unserem Serviceblock. Von der Stadt Marienberg gibt es jetzt eine neue Information, die alle Caravan-Reisenden freuen dürfte. Denn um der stetig angestiegenen und wachsenden Bedeutung des Caravan-Tourismus gerecht zu werden, wurden in der Bergstadt Marienberg kurzfristig für die diesjährige Saison 6 neue Caravan-Stellplätze auf dem Parkplatz des Aquamarien ausgewiesen. Damit möchten die Stadtwerke Marienberg in Kooperation mit der Stadt zusätzliche zentrumsnahe Stellplatzmöglichkeiten bieten. Die haben zwar aktuell keine Zusatzinfrastruktur, wie zum Beispiel eine Sanitärstation oder eine Stromversorgung, haben aber dafür eine gute Anbindung an den Handel, an die Gastronomie, Freizeitangebote und natürlich die historische Marienberger Innenstadt. Die Standgebühr beträgt 4 Euro pro Karawan und Nacht. Dann kann der Urlaub im Erzgebirge ja eigentlich starten
Und wie schön das hier sein kann, das merken wir immer wieder auf unseren Touren, die wir Ihnen auch heute wieder in unserer Tour-Tipp-Reihe zeigen. Die sächsische Kleinstadt Frauenstein liegt im Süden des Landkreises Mittelsachsen und ist vor allem als Heimat des Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann bekannt. Besondere Sehenswürdigkeiten sind neben der Stadtkirche vor allem das Schloss mit der Ruine der Burg Frauenstein. Die im 13. Jahrhundert angelegte Grenzschutzburg bietet heute noch interessante Einblicke in ihre Befestigungsanlage. Zur Ruine wurde sie übrigens erst 1728 bei einem Stadtbrand. Heute gilt sie als die größte Burgruinenanlage Sachsens. Für die Sanierung und die Erweiterung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Heidersdorf hat Landrat Frank Vogel einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 430.000 Euro erteilt. Darüber hat das Landratsamt in einer neuen Pressemitteilung informiert. Die Gesamtkosten für das Feuerwehrgerätehaus belaufen sich auf insgesamt 600.000 Euro. Neben der Zuwendung des Freistaates Sachsen beträgt der Eigenanteil der Gemeinde Heidersdorf also 170.000 Euro. Und wir kommen nun zum Polizeireport. Den hat heute Thorsten Langer für Sie. Olbernhau. Fehlendes Licht fiel auf. In der Straße am Gessingplatz fiel einer Polizeistreife am 11. August gegen 23.45 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Sie hielten den 22-jährigen Mann an und unterzogen ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Börnichen im Erzgebirge. LKW kippt nach Ausweichmanöver in Straßengraben. Zeugengesuch. Ein unbekannter PKW befuhr am 12. August gegen 13.30 Uhr die Hauptstraße, Staatsstraße 223, aus Richtung Börnichen in Richtung Wünschendorf. Etwa 400 Meter nach dem Ortsausgang Börnichen geriet der PKW in einer scharfen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Der 59-jährige Fahrer des dort in Richtung Börnichen fahrenden Sattelzugs MAN musste daraufhin ausweichen und kippte schließlich in den Straßengraben. Der 59-jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber bereits wieder verlassen. Der unbenannte PKW verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Das Polizeirevier Marienberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen PKW oder dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Marienberg unter der Telefonnummer 03735 6060 entgegen. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Staatsstraße 223 bis gegen 14.45 Uhr gesperrt. Und ab etwa 17 Uhr war zur Bergung des LKW eine erneute Sperrung der Staatsstraße erforderlich. Eppendorf. Mopedfahrer fuhr auf und wurde leicht verletzt. Auf der Oederaner Straße kam es am Abend des 11. August zu einem Auffahrunfall. Der 33-jährige Fahrer eines Kleintransporters VW war in Richtung Oederan unterwegs und wollte am Abzweig Teichweg links abbiegen. Er musste jedoch verkehrsbedingt halten, um den entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen. In der Folge fuhr der 26-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads Simson auf. Dabei verletzte sich der Mopedfahrer leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von etwa 2.000 Euro. Für die Seifener haben wir jetzt eine gute Nachricht vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die S213, also die Hauptstraße in Seifen, wird in Höhe der Hausnummer 3 ab dem 17. August wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Seit April wurden in diesem Bereich eine Stützwand am Seifener Bach erneuert, die beim Hochwasser 2013 stark beschädigt wurde. Die Kosten des Bauvorhabens belaufen sich auf rund 400.000 Euro.
Ja, heute hatten wir ja richtig sommerliche Temperaturen. Da waren der Gang zum Schwimmbad und der Eisdiele beinahe die einzige Option heute. Oder man hat es sich im Gartenpool mit einem Eis aus dem Tiefkühlfach nett gemacht. Bei letzterem ist jetzt aber Vorsicht geboten. Wir haben nämlich eine neue Lebensmittelwarnung erhalten und betroffen sind diesmal gleich mehrere Eissorten. Genaueres gibt es jetzt von Sebastian Eberlein. Mars informiert über den Rückruf von verschiedenen Eiscreme-Produkten. Betroffen sind Eiscreme-Produkte der Marke Snickers, Bounty, Twix und M&M's. Grund für den Rückruf, wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den genannten Produkten minimale Mengen von Ethylenoxid, kurz ETO, in einer Zutat vorliegen. Der Verzehr der Produkte ist nicht schädlich. Der Rückruf erfolgt nach Unternehmensangaben aufgrund von technischen Nichtkonformität mit den Grenzwerten für die ETO. Folgende Produkte sind vom Rückruf betroffen: Snickers Ice Cream Bar Single und Sechserpack, Snickers Crisp Ice Cream Bar Single und Sechserpack, Snickers White Ice Cream Bar Single und Sechserpack, Bounty Ice Cream Bar Single und Sechserpack, Twix Ice Cream Bar Single und Sechserpack, M&M's Schoko Ice Cream Stick in der Einzelverpackung und M&M's Peanut Ice Cream auch in der Einzelverpackung. Ist Ihr Produkt betroffen? Gleichen Sie dazu bitte Produktname und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Rückseite bzw. Seitenlasche der Verpackung mit der gezeigten Liste ab. Konsumentinnen und Konsumenten, die das betroffene Produkt gekauft und noch vorrätig haben, können sich mit den Produktdaten und Fotos der Verpackung samt Mindesthaltbarkeitsdatum an den Verbraucherservice wenden. www.mars.de/kontakt. Puh. Und wem das jetzt alles zu schnell ging, der kann die betroffenen Sorten und Haltbarkeitsdaten auch ganz in Ruhe nochmal nachlesen unter produktwarnung.eu. Und ob wir uns jetzt für die kommenden Tage mit neuem Eis eindecken müssen, das erfahren wir jetzt im Wetterstudio von dir, Tobias. Hallo Jakob, hallo liebe Zuschauer. Also ich hoffe inständig, dass die heiße Elfi heute nicht ihr ganzes Pulver verschossen hat und auch am Wochenende noch was in die Waagschale werfen kann. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig mit einigen Lücken für die Sterne und die zunehmende Sichel des Mondes. Trotz des massiven Wolkenaufgebots wird es keinerlei Niederschlag geben. Das Regenrisiko trägt die Null. Was die Temperaturen angeht, so schrammen wir knapp an einer Tropennacht vorbei. Wenn die Nachtwerte über 20 Grad sind, spricht man nämlich von einer solchen. Also in Olbernhau-Grüntal an der Seigerhütte gibt es 17 bis 19 Grad. In Marienberg-Dörfelstraße am Funkhaus übernachtet das Quecksilber bei 16 bis 18 Grad. Und in der Motorradstadt Schopau gibt es 17 bis 20 Grad. Der Wind weht dabei nur schwach mit um die 5 km pro Stunde aus Westen. Morgen früh beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens begleitet uns schon ein wolkiger Himmel mit sonnigen Abschnitten. Im weiteren Tagesverlauf lockert die Wolkendecke immer mehr auf. Der Mittag ist leicht bewölkt, der Himmel nachmittags wolkenlos und klar geht's dann in die Nacht hinein. Die Sonne liefert bis zum Ende des Tages bis zu 9 Arbeitsstunden ab. Das bedeutet, dass morgen Eincremen wieder hoch im Kurs steht. Schützen Sie sich und vor allem Ihre Kinder vor der gefährlichen UV-Strahlung. Ja, über Niederschlag müssen wir nicht reden, den gibt's einfach nicht. Es wird also ein toller Sommertag mit den entsprechenden Temperaturen. In Halbach an den Fischteichen gibt es 16 bis 25 Grad. In Großrückerswalde am Flugplatz schiebt sich das Quecksilber auf 15 bis 24 Grad. Und die Griesbacher können sich auf 17 bis 25 Grad einstellen. Der Wind weht dabei leicht mit um die 9 km pro Stunde aus Westen. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das Wetter für die bevorstehende erzgebirgische Liedertour am kommenden Sonntag. Ja, denn am Liedertour-Sonntag sind ebenfalls beste Bedingungen für eine Wanderung mit Musik rund um Marienberg. Der Himmel präsentiert sich leicht bewölkt und bei 15 bis 25 Grad weht der Wind leicht
aus Süden. Auch in der neuen, vierten Ferienwoche geht es hochsommerlich weiter. Der Himmel ist wolkig mit sonnigen Abschnitten ohne Regen. Bei 17 bis 26 Grad gibt es aber einen kräftigen Wind aus Westen. Ja, ob das dann auch in der kommenden vierten Ferienwoche so hochsommerlich weitergeht, das ergründen wir dann am Montag hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal für diese Woche hier aus dem Regionalwetterstudio. Ihnen einen behaglichen Abend und ein tolles Wochenende. Ja, hier heißt es jetzt nur noch Kern, Wischen, raus bis Montag. Zurück zu dir, Jakob. Ja, vielen Dank, Tobias, und dir gleich einen schönen Feierabend. Und bevor ich hier gleich das Licht ausmache, gibt es nochmal den Hinweis auf unsere Gottesdienste am Sonntag. Den Abschlussgottesdienst der Sommerkirchen, den können Sie am Sonntag um 10 Uhr in Wolkenstein besuchen. Und für alle, denen der Weg zu weit ist, gibt es wie gewohnt unseren Fernsehgottesdienst um 10 Uhr und um 18.30 Uhr, diesmal aus Niederlauterstein. Ja, und bis dahin schauen Sie auch gerne nochmal auf unserer Internetseite vorbei unter www.mef-line.de oder unter glückauf.tv gibt es mehr Informationen und unsere Mediathek mit Megional zum Nachschauen. Und für diese Woche war's das damit von uns. Ihnen wünschen wir jetzt noch ein schönes Wochenende. Am Montag begrüßt Sie dann mein Kollege Thorsten Langer hier im Studio und bis dahin machen Sie es gut und bis bald.